Seit Anbeginn der Zeit befinden sich die Armeen von Himmel und Hölle in einem endlosen Krieg. Von diesem Konflikt wurde der feurige Rat angezogen, eine Entität, die durch uralte Gesetze gebunden war, Ordnung und Gleichgewicht zu erhalten. Jede Macht, die nicht in Schach gehalten wurde, war eine Bedrohung für die Materie des Universums. Mit der Zeit begannen Himmel und Hölle den Rat und seine Gesetze in Ehren zu halten, denn niemand konnte sich den schrecklichen Vollstreckern des Rates widersetzen. Sie waren als furchterregende Bruderschaft mit dem Namen die Vier Reiter bekannt. Aus den Tumulten erwuchsen die ersten Menschen. Der Rat sagte vorher, dass sie schwache, aber gerissene Kreaturen seien, die einmal für das Gleichgewicht wichtig wären. Ein drittes Königreich wurde benannt. Das Reich der Menschheit. Auf Befehl des Rates wurde ein Pakt zwischen Himmel und Hölle geschmiedet. Dieser große Pakt wurde durch 7 Siegel verschlossen, die zur rechten Zeit gebrochen werden sollten, nämlich wenn das Reich der Menschheit bereit für den Endkrieg sei. Eine Schlacht, die das Gleichgewicht wiederherstellen und das Schicksal der 3 Reiche bestimmen würde. Accident in lane 3 and 4.
für die Höllenwache! Dein Ende ist nah. Hier.
Zorn! Thank you.
Gesetz wurde gebrochen. Genau wie du, Reiter. Das Gesetz ist klar. Wenn das siebte Siegel gebrochen wird, reiten die vier Reiter los, um die Üble zu bestrafen. Seien sie nun Söhne der Menschen, Herren des Himmels oder Abschaum der Hölle. Über alle Bewohner der Erde wird gerichtet und der Pakt wird erneut geschmiedet. Du hast deine Aufgabe vergessen, Reiter. Du hast das Gesetz vergessen. Es wurde nicht gerufen. Und doch ist der Zerstörer losmarschiert und dort wurdest du gefunden. Unter seinem schwarzen Banner, wenn die Behauptungen stimmen. Zur Hölle mit euren Behauptungen. Die Siegel wurden gebrochen. Ich wurde gerufen. Wo sind dann die anderen Reiter? Wurden sie nicht ebenfalls gerufen? Die sieben Siegel sind verborgen, wie sie es schon immer waren, seit der Pakt vor Äonen geschmiedet wurde. Sie sind alle intakt. Es gab keinen Ruf. Du hast den Dunklen geholfen. Hast ein heiliges Abkommen gebrochen, das die Menschheit ins Verderben stürzt. Du hast das Gleichgewicht gefährdet. Streitest du das ab? Als ich ritt, waren Himmel und Hölle bereits im Kriegszustand. Abaddon war dort. Er wusste etwas. Abaddon ist gefallen, als er das Chaos bekämpfte, das du entfesselt hast. Ich kämpfte, war aber machtlos gegen die Dämonen. Und doch beschuldigt ihr mich. Deine Niederlage beweist gar nichts. Wahrscheinlich hat der Zerstörer sich deiner entledigt, nachdem er mit dir fertig war. Du hast das Gesetz besudelt, Reiter. Du wirst bestraft. Ich diene nur dem Rat. Nur dem Gleichgewicht. Wie die Reiter es schon immer getan haben. Schickt mich zurück. Ich werde die Verantwortlichen bestrafen. Wie? Welche Hoffnung hast du gegen die Armeen des Zerstörers? Du bist machtlos. Dann werde ich scheitern. Und die Dämonen werden euer Urteil vollstrecken. Nun gut. Du kehrst zur Erde zurück. Aber du wirst beobachtet. Tritt vor. Sonst werde ich deine Innereien beobachten. Genug! Erhebe dich, Krieg, und wappne dich!
Dienste leisten, aber vielleicht kannst du mit ihm handeln. Der Rat gibt sich jetzt mit Dämonen ab, ist das so? Als der Pakt gebrochen wurde, verloren einige Dämonen die Gunst des Zerstörers. Wulgrim ist einer dieser Verstoßenen. Er möchte schon seit langem eine Audienz bei uns. Wie lange bin ich schon hier? Anscheinend haben wir unser Ziel ein klein wenig verfehlt. Nicht so schnell, Reiter! Bis das hier vorbei ist, bist du ein Hund an der Leine. Wenn ich sage, gib laut, dann denkst du. Wenn ich sage, sitz, dann solltest du dich damit beeilen. Und wenn ich dich treten muss, solltest du vorher deine Zähne rausnehmen. Verstanden? Oder soll ich dir beibringen, wie man sich totstellt? Guter Junge.